Der Angriff von Halle, das war nicht nur ein Angriff auf eine Gruppe in unserer Gesellschaft. Wenn einige sich in unserer Mitte heute nicht mehr sicher fühlen können, dann wird sich morgen niemand mehr in Deutschland sicher fühlen. Deshalb waren das richtige Worte. Und Sie haben, ich teile das völlig korrekt, auch eine gewisse Verrohung unserer politischen Debattenkultur in einen Zusammenhang mit diesem Ereignis gebracht. Das hat zur Empörung in einem Teil des Deutschen Bundestages geführt. Den Kolleginnen und Kollegen der AfD will ich aber sagen, Herr Gauland hat die Gelegenheit verpasst, hier auch nur einen Satz zu den Entgleisungen auf Twitter zu sagen. Auch aus Ihrer Mitte, gab es keine Distanzierung. Hier gilt, wer schweigt, stimmt zu. Und wenn Sie einen solchen Kollegen weiter einen Ausschuss des Deutschen Bundestages leiten lassen, dann sagt das etwas über Ihren Charakter in Wahrheit aus.